Ja, servus, grüß euch, liebe Löwenfans. Heute zeige ich euch einmal, wo ich daheim bin. Ja, Dominik Meisinger, ich glaube, das konnte man noch verstehen, ne? Also so tief bayerisch war es gar nicht. Nee, also so tief bayerisch bin ich auch nicht. In Füssen ist ja schon ein bisschen schwäbisch, sage ich jetzt mal. Da gibt es dann Oberbayern und so, das ist dann ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, mich versteht man eigentlich schon ganz gut. Ich denke auch. Ja, wir sind halt bei Dominik zu Hause, haben uns auch einen richtig schönen Sonntag heute rausgesucht. Die Sonne scheint, wunderbar. Um mal ein bisschen euch zu zeigen, wo unsere Jungs quasi so zu Hause sind, wo sie leben. Und heute sind wir bei dir. Schön, dass du uns eingeladen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Ja. Freut mich, dass ihr da seid. Ja, Dominik, jetzt sind wir hier da, wo andere Leute Urlaub machen und du wohnst hier. Ist ja schon nett, ne? Ja, also ich bin froh, dass ich hier wohne. Ist echt sehr, sehr schön. Klar, jetzt gerade regnet es leider, aber wie du sagst, hier machen viele Leute Urlaub und wenn man hier zu Hause ist, glaube ich, gibt es Schlechteres. Heute ist der einzige Tag, wo es regnet, ne? Wenn wir kommen, ist natürlich... Ja, klar, also die haben das... es war klar, dass wenn ihr kommt, dass es regnet. Nee, das ist halt in den Bergen auch so, dass... wenn es dann mal regnet, dann hängt es halt meistens hier auch drin und dann regnet es auch mal länger, aber im Sommer ist hier normalerweise auch immer recht schön. Okay. Hast du denn dann, ich meine, wenn man hier in so einem quasi Urlaubsort lebt, hast du regelmäßig Besuch? Auch von anderen Spielern vielleicht? Ja, klar, ab und zu kommen schon mal Jungs vorbei, die man so übers Jahr halt, egal bei welchem Verein auch, kennengelernt hat. Wir haben hier eigentlich immer Leute, die gerne kommen oder die auch gerne wiederkommen dann. Man kann hier sehr, sehr viel machen, auch gerade so jetzt wirklich in der Natur. Und deswegen haben wir oft mal Leute zu Besuch. Ja. Was machst du hier zu Hause, wenn du dich nicht quasi auf die Löwensaison vorbereitest? Gerade in der Natur bist du viel unterwegs? Ja, also ich bin schon häufig, eigentlich fast immer mit dem Fahrrad unterwegs. Also ich bin gerne auf dem Mountainbike, was ja wiederum dann auch ein bisschen Training ist. Wir sind hier immer mit so einer Gruppe unterwegs, wir radeln auf die Berge, da sind auf vielen Hütten sind so Grillabende und ganz, ganz verschiedene Sachen, was es da gibt. Und ja, klar, wenn es so wirklich heiß ist, dann nutzt man es aus, wenn man am See wohnt. Wir sind hier beim Baden, man kann hier, wie gesagt, mega viel machen und das ist im Sommer echt traumhaft. Ja, nur heute halt nicht. Heute leider nicht, ne? Aber vielleicht kommt es ja noch. Es reißt schon auf, denn ich kann die Berge schon leicht erkennen. Ja. Wenn jetzt die Wolken weg wären, dann würdest du hier die komplette, das Bergpanorama sehen, aber das ist jetzt heute ein bisschen schwierig. Bist du denn im Winter, du bist natürlich nicht zu Hause, aber wenn du zu Hause wärst, bist du dann auch auf Skiern unterwegs? Oder? Ja, das geht nicht. Also das ist halt zu gefährlich. Es kommt immer darauf an, wie lange die Saison dauert. Also jetzt zum Beispiel letzte Saison waren wir ja Gott sei Dank im Finale, da hast du keine Zeit mehr dann zum Skifahren. Aber ich hatte auch schon mal Saison, wo wir relativ früh fertig waren. Und ja, da klar, wenn ich dann hier bin und die Möglichkeit besteht, dann bin ich auch beim Skifahren. Ich mache es sehr, sehr gerne, aber normalerweise ist es natürlich schon zu gefährlich, weil ja, ich würde behaupten, ich bin ein guter Skifahrer, aber es gibt ja auch andere Chaoten auf der Piste und dann ist es halt doch schon gefährlich, ja. Okay. Na Dominik, jetzt haben wir uns ja noch jemanden zur Seite geholt, der mal ein bisschen dein wahres Ich aufdecken soll, dein Bruder. Philipp, du bist 4 Jahre jünger? Ja, genau. Ja? Bist du auch irgendwie mit Eishockey verbandelt oder gar nicht? Ich habe früher mal gespielt, 2 Trainings, aber habe dann ehrlich gesagt Angst vor dem Trainer gehabt. 2 Trainings? Ja, dann habe ich wieder aufgehört, aber jetzt bereue ich schon sehr, dass ich aufgehört habe, muss ich sagen. Ja? Also ich schaue eigentlich jedes Spiel an, egal ob 2. Liga oder auch, wir haben ein paar Kumpels noch in der 1. Liga. Wir schauen eigentlich alles an daheim und deswegen... Ich spiele Hobbymannschaft noch, aber bereue es sehr, dass ich damals leider aufgehört habe. Und du konntest ihn nicht mehr motivieren damals, zurück aufs Eis? Nee, leider nicht. Er hat es dann einfach sein lassen, hat ihm nicht so getaugt einfach wie mir damals. Und ja, dann war es auch zu spät irgendwann. Aber ich glaube, er wäre auch richtig gut gewesen, weil ja, wenn wir Street Hockey spielen oder sowas, sieht man schon, dass es eigentlich gut kann. Und ja, ist ein bisschen schade, aber er ist auch ein guter Fußballer und das ist ja auch okay. Ist ja auch schon was. Ist ja okay, ja. So als Brüder, versteht ihr euch gut? Habt ihr euch immer gut verstanden? Immer, ja. Immer. Sehr gut. Gibt zwar ein paar so kleine Nicklichkeiten, wo man auch Brüder immer hat, aber sonst alles gut, ja. Überhaupt keine Probleme eigentlich. Das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Ja,
bisschen so bisschen Konkurrenz zwischen Fußball und Eishockey ist halt da. So, ich halt immer sage, dass die halt ganzen Fußballer halt so soft sind und sowas. Und dann, also da haben wir halt so ein bisschen Meinungsverschiedenheiten. Und dadurch, dass halt unser Papa auch Eishockeyspieler war, ist der halt immer ein bisschen eher auf meiner Seite, was ihn halt dann aufregt, aber... Ich hab's schwer daheim. Ja, aber trotzdem, eigentlich verstehen wir uns echt gut, ja. Wie ist er denn so? Ist er wirklich so, wie man ihn auch, wenn wir ihn vor die Kamera schleppen, erlebt, oder gibt's da noch andere Seiten? Sehr witzig eigentlich, also... Das ist ja schon mal anders, als wir ihn kennen. Ja, dann ist, weiß ich nicht, wie er bei euch oben ist, aber... nee, bei uns daheim. Sehr witzig, also... Ja. Komplett korrekt, ich kann nichts Negatives sagen. Habe ich ihm aber auch vorher gesagt, dass er da jetzt nicht auspacken muss. Wenn er mal zu Besuch ist, macht er und unternehmt ihr viel zusammen? Ja, sehr viel eigentlich. Also wenn es geht, treffen wir uns eigentlich immer. Wir waren jetzt ja letzte Woche noch zusammen im Urlaub zu zweit. Also ich komme ja auch, sagen wir, 3-4 Mal im Jahr nach Frankfurt hoch, wenn es geht, von der Arbeit her und alles. Aber also wenn es irgendwie reinpasst, unternehmen wir eigentlich immer was zusammen. Das Gute ist, wir haben eigentlich auch so ein relativ... Auch jetzt mit dem Altersunterschied, aber einen relativ gleichen Freundeskreis hier. Und das ist eigentlich bei vielen Kumpels von mir so, dass wir halt einen Freundeskreis haben und wir haben alle ungefähr im gleichen Alter, das Abstand Brüder, und die sind dann auch ein Freundeskreis, was halt dann irgendwie so zusammenkommt dann doch. Und von daher, ja, haben wir halt schon viel, oder unternehmen viel in unserer Freizeit, und deswegen sehen wir uns auch eigentlich, ja, sehr oft, wenn ich hier bin. Okay. Danke dir. Gerne. Schön hast du hier. Danke. Ja. bist du denn während der Saison überhaupt mal hier? Sehr selten, ehrlich gesagt, weil der Spielplan ganz einfach nicht zulässt. Klar, ab und zu, wenn wir mal ein paar Tage frei haben, versuche ich schon hierher zu kommen auch. Und an so außergewöhnlichen Sachen wie an Weihnachten zum Beispiel. Schaffe ich es eigentlich immer, dann mal nach Hause zu kommen. Aber im Großen und Ganzen ist dafür eigentlich keine Zeit. Das heißt, du lässt deine Freundin dann immer hier alleine, oder ist sie mit in Frankfurt? Nee, die ist schon dabei und die ist eigentlich immer bei mir. Und wir wohnen zusammen in Frankfurt und in der Zeit ist hier eigentlich niemand. Oh, schade, aber gut zu wissen. Es gibt ja so Airbnb. Ja, rein. Schon mal überlegt. wie lange wohnt ihr jetzt schon? Ist jetzt der zweite Sommer, also okay. Wir sind letztes Jahr hier eingezogen, haben das in der vorherigen Saison, als wir weg waren, hier alles renovieren lassen und wie gesagt, jetzt der zweite Sommer hier herin. Du meintest quasi, Familie von euch beiden ist quasi um die Ecke? Ja, also die Familie von der Julia ist direkt hier um die Ecke, also nebenan, und meine Familie ist so 5 bis 10 Minuten mit dem Auto weg. Ja, also alles sehr, sehr nah zusammen, und von dem her ist es natürlich optimal. Ja. Wie verbringst du so deinen Sommer bisher aktuell? Ja, im Normalfall sind wir auch klar nach der Saison dann mal im Urlaub. Das ist jedes Jahr eigentlich relativ unterschiedlich von den Reisezielen. Ich denke, da haben wir schon einiges zusammen jetzt auch gemacht. Und dann sind wir eigentlich im Normalfall immer hier. Also klar, ich trainiere hier auch. Wir haben hier eine Trainingsgruppe mit den Profis, die aus Füssen sind. Da sind wir, glaube ich, aus der DEL und DEL2, glaube ich, so an die 10, 12 Jungs. Und das ist natürlich praktisch, weil wir dann zusammen trainieren können. Wir haben auch einen Trainer, den wir über den Sommer mieten. Und gerade hier in den Bergen und mit den Seen und so weiter bietet es sich halt einfach an, auch mal ein bisschen außergewöhnlicher zu trainieren. Und dadurch, dass es hier mit den Trainingsbedingungen einfach optimal passt, kann ich dann den Sommer natürlich hier verbringen. Was meinst du mit außergewöhnlich trainieren? Also geht es dann auch mal schwimmen oder auf den Berg? Ja, klar. Also ich meine, wir wohnen hier mitten in den Bergen. Dann kannst du es halt einfach zu einer Einheit machen, mal morgens auf den Berg hoch zu radeln oder zu laufen. Oder wir haben da schon ganz unterschiedliche Dinge gemacht. Und das hast du halt jetzt woanders nicht. Und dementsprechend ist es natürlich gut, dass wir das auch nutzen können. Wie ist aktuell dann in der Offseason so der Kontakt mit den Trainern, mit unseren Trainern? Ja, also mit gerade mit jetzt Marco und Matti habe ich jetzt eigentlich ja so jede 3-4 Wochen, würde ich mal sagen, Kontakt. Da wird sich einfach ausgetauscht, wie es läuft, wie es so ausschaut,
was es Neues gibt, sage ich jetzt mal. Einfach, dass der Austausch auch über den Sommer da ist. Und mit dem David, dem Fitnesstrainer, habe ich aber dann schon öfter auch Kontakt. Er schickt mir auch die Pläne durch, was die Jungs in Frankfurt machen, damit wir das ein bisschen abstimmen können, auch mit meinem Trainer hier. Und da will er dann auch Ergebnisse haben, wie es so aussieht. Und deswegen ist der Kontakt eigentlich gerade jetzt zum David, dem Fitnesstrainer, eigentlich ja, ständig da, würde ich sagen. Und ist er zufrieden bisher? Ich hoffe es, ja. Also die Eingangstests, die glaube ich, waren schon ganz gut. Und klar, die Jungs in Frankfurt sind fleißig, aber ich glaube auch die Jungs, die nicht da sind, sind alle fleißig, weil letztendlich trainierst du ja auch für dich selber und dann natürlich auch fürs Team. Und deswegen glaube ich, ist das, so wie es abläuft, eigentlich echt optimal. Wenn du jetzt nochmal zurückschaust auf dein erstes Jahr in Frankfurt, was lief für dich persönlich gut und auch was war völlig ausschlaggebend, dass du gesagt hast, ich möchte gern bleiben? Mir hat es einfach echt Spaß gemacht, dieses Jahr in Frankfurt Eishockey zu spielen. Ich bin immer sehr, sehr gern zur Halle gekommen, auch zum Training. Das Team hat gut zusammengepasst. Mit den Trainern, die Arbeit war gut. Einfach das ganze Umfeld passt in Frankfurt sehr, sehr gut. Die Ambitionen, der Plan, der dahinter steckt. Und deswegen habe ich mich auch riesig gefreut, dass es dann geklappt hat mit der Vertragsverlängerung. Anfangs war es für mich nicht so leicht, weil ich gleich, glaube ich, an die acht Wochen raus war, verletzt. Das ist immer blöd, wenn du zum Verein kommst, neu, wo du dich gleich von Anfang an beweisen willst und dann nicht, gar nicht aufs Eis gehen kannst. Und ja gut, aber dann war ich wieder fit und habe mich auch ins Team reingespielt, habe da meine Rolle gefunden und wie gesagt, hat mir einfach Spaß gemacht zu spielen und deswegen bin ich sehr froh, dass ich bleiben kann. Was gefällt dir an der Arbeit unserer Trainer besonders? Ja, ich würde sagen, es ist einfach insgesamt in jeder Hinsicht auch der Kontakt zu den Spielern, auch das Persönliche kommt da nicht zu kurz, sondern die lassen sich schon auch darauf ein, was bist du für ein Typ, was brauchst du, versuchen einen immer zu unterstützen und auch wie sie insgesamt mit dem Team arbeiten, gerade auch so von der Ansprache her. Ich meine, der Matti ist selber noch sehr, sehr jung, gerade für einen Trainer. Das ist nicht einfach, da so einen Profihaufen zusammenzuhalten und wie er das macht, finde ich schon beeindruckend. Und ja, deswegen würde ich sagen, leisten die da schon sehr, sehr gute Arbeit. Nun ist ja wahrscheinlich, wenn man neu zu einem Team kommt, das Ziel erstmal ankommen und seinen Platz finden. Jetzt Jahr 2, was hast du dir persönliche Ziele gesteckt? Ja, also für mich ist es einfach so, für mich steht das Team immer im Vordergrund. Ich schaue da jetzt wirklich nicht so viel auf mich selber, weil das letztendlich eigentlich nichts bringt, finde ich. Und klar, jetzt gibt es wieder Jungs, die neu dazukommen, die muss man auch ins Team integrieren, das ist wichtig, weil ich glaube, man kann wirklich am Ende nur oben mitspielen, wenn es einfach das eine Rädchen ins andere passt und sonst funktioniert es nicht, gerade jetzt in der Liga, die immer stärker wird, wie man sieht. Und ja, deswegen ist einfach das Ziel, wieder in der Mannschaft zu spielen, egal in welcher Rolle dann, die wo funktioniert, wo jeder auch weiß, was er zu tun hat. Und wenn wir dann am Ende erfolgreich sind, dann bin ich auch zufrieden. Tja, Dominik, da ist es doppelt. Schloss Neuschwanstein, ja. Bei dir auf dem Arm. Da ist es in echt. Schön, dass du uns hier nochmal rausführst. Es ist quasi dein Vorgarten, ne? Ja, kann man wirklich so sagen. Also wir wohnen ja dann doch ein bisschen weiter da hinten in die Richtung, aber von unserem Garten kann man auch direkt aufs Schloss sehen. Und ja, das war auch so, sag ich mal, der Grund, warum ich das tätowiert habe, weil ich dann, als ich mal von hier weggegangen bin, dann zu meiner ersten Profisaison, habe ich einfach gedacht, ich will die Heimat halt irgendwie immer dabei haben und habe dann eben den Blick vom Garten auf die Berge und aufs Schloss, habe ich mir tätowieren lassen. Ja, gute Idee. Also Heimat, zu Hause, das ist so genau, Familie. Genau, da ist noch was mit Familie dabei und da habe ich dann alles dabei und ja, so habe ich mir das überlegt. Ja, man merkt auch, du bist ein sehr heimat- und familienverbundener Mensch, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall, ja. Also ich bin immer sehr, sehr gerne hier und auch mit der Familie zusammen und meine ganzen Freunde sind von hier, klar. Und bin sehr heimatverbunden, ja. Wie oft bist du da oben? Also ich muss zugeben, auf dem Schloss selber war ich, glaube ich, erst ein, zwei Mal, damals noch in der Schule. Weil es ist ja immer so, wenn man dann da zu Hause ist, macht man es aber nicht und schaut sich das nicht wirklich an. Aber
dadurch, dass hier viele Orte sind, wo wir halt oft sind, an den Seen, die auch dann hier in Richtung Schloss sind, hast du den Blick aufs Schloss natürlich fast täglich oder eigentlich täglich. Luxus also. Schön einfach. Ja, schön. Andere müssen dafür herfahren oder fahren ja, stimmt, ja. Einige hierher. Ja. Nee, ist echt, so, sag ich mal, das Wahrzeichen von hier, Schloss Neuschwanstein, wenn man das jemandem erzählt, kennt eigentlich fast jeder. Ja. Dadurch, dass es ja auch so ein bisschen dieses Disney-Schloss, glaube ich, auch ist, kennt es jeder. Und wenn man sagt, man kommt von da, dann weiß eigentlich jeder Bescheid. Fällt es dir denn manchmal ein bisschen schwer, die Heimat zu verlassen, wenn es dann wieder Richtung Saison geht oder zwischendurch mal eine Pause ist und du dann zu Hause sein kannst wieder für ein paar Tage? Ach, das ist immer so, wie man immer so sagt, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil erstens weiß man ja, dass man sowieso wieder herkommt und klar, weil es eben die Heimat ist, aber wenn es einem irgendwo gefällt, wie jetzt in Frankfurt, dann fährt man ja auch gern wieder zurück. Würdest du denn sagen, Frankfurt ist schon so ein bisschen zweite Heimat? Wird es langsam für dich oder ist es schon geworden ein bisschen? Ja, doch, würde ich auf jeden Fall sagen. Also wir fühlen uns in Frankfurt wirklich wahnsinnig wohl und für mich persönlich, ich mag einfach auch den Kontrast so ein bisschen von Großstadt zu hier, weil hier ist es halt einfach ruhig und idyllisch und familiär und in Frankfurt ist halt alles viel größer, man kann viel unternehmen und ich mag einfach diesen Kontrast Großstadt und richtige Kleinstadt. Ja. Schönes Schlusswort, dann danken wir dir, dass du uns hier rumgeführt hast bei dir zu Hause. Leider hat das Wetter heute nicht so mitgespielt und tatsächlich immer, wenn wir gesagt haben, jetzt können wir rausgehen, kam der Regen wieder. Ja, leider, das ist echt... Der mag die Kamera nicht. Ist echt ein bisschen schade, weil wenn es jetzt natürlich schön Wetter wäre, dann sieht das alles nochmal ein bisschen schöner aus. Aber ich glaube, man kann erahnen, dass wir hier schön wohnen und von dem her ist es ja auch absolut okay. Ja, vielen Dank nochmal und dann sehen wir uns in alter Frische und fit im August wieder in Frankfurt. So ist es. Ja. Bis dahin. Danke. Danke dir. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.